Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von The Baby in Yellow. Heute kommt die Schwester von Elias zu Besuch, nämlich Emily. Und wir müssen auf sie aufpassen. Natürlich machen die beiden wieder Mist. Ich bin ja da, der Babysitter des Jahres, nicht zu vergessen. Des Jahres 2024 wohlgemerkt. Und es wird heute sehr, sehr schlimm. Denn die beiden machen nicht nur ein bisschen Mist, die machen richtig viel Mist. Und wie das ausgeht, seht ihr gleich. Viel Spaß, lasst ein Like da, Leute, würde ich mich freuen. Und denkt dran, schaut das Video bis zum Ende, das ist der beste Support. Viel Spaß, Kuss, Kuss. Und wir gehen rein, let's go. Elias, nimm jetzt bitte die verdammte Flasche. Och Mann, ey, immer dieselbe Leier, derselbe langweilige Mist mit dir. Du kannst jetzt auf die... Okay, Elias, du bleibst hier. Wer kommt hier heute? Es sollte keiner klingeln. Wir beide heute alleine. Ist deine Mama früher zurück? Hallo? Hä? Was? Wer bist du denn? Hey! Na, du? Fahrstuhl ist zu. Wo kommst du denn her? Bist du Emily? Oh, no. Ich muss jetzt, glaube ich, mal ganz kurz hier mit dem Babysitter telefonieren. Elias, wer ist das? Wer ist das denn? Ja, was ist das denn? Ja, moin. Du, sag mal, ich bin Steno. Ich bin hier gerade mit Elias in der Wohnung. Und dann hat sie plötzlich geklingelt und jetzt ist hier ein Mädel. Ja, das ist Emily, meine zweite Tochter. Ja, wie? Ich soll jetzt auf zwei aufpassen. Zwei im Preis von einem. Was ist das denn? Willst du nun Geld verdienen oder nicht? Diggi, es hieß, ich soll auf Elias aufpassen. Wer ist Emily? Das stand nicht im Vertrag. Jetzt hör mir zu. Ja. Du willst von mir Geld und diskutierst nur. Ja. Ich kann auch einen anderen gut suchen. Kein Problem. Nein, nein, bitte nicht. Ja. Besser nein, nein. Okay, ja. Alles cool. Ja. Mm, jo. Super. Jo. Tschüss. Ciao. Penner. Wie hast du mich gerade genannt? Entschuldigung. Nein, nein. Ich meinte Renner. Das ist ja der Renner. Schönen Tag noch. Tschüss. Ja. Was mache ich denn jetzt mit euch beiden? Kennt ihr? Also ja, ihr kennt euch ja natürlich irgendwie. Okay, also du pass mal auf, Emily. Wir müssen uns ja gleich mal kennenlernen. Elias, heute ausnahmsweise darfst du dir mal den Fernseher reinziehen, den gelben. Ich habe gesagt, du sollst dich hinsetzen. Setz dich verdammt nochmal hin! Mann, ey, hinsetzen! Hör auf zu weinen! Er kriegt jetzt die Flasche, dann ist er ruhig. Bin ich mir ganz sicher. Hör auf zu weinen, Elias. Du kriegst jetzt die Flasche von mir. Hier. Und jetzt halt die Klappe. Ja, ne? Perfekt. Hast dir in die Windel gemacht, ne? So. Emily. Mensch, bist du ein ruhiges Kind? Also ich reagiere da ganz allergisch drauf, wenn hier Leute Mist machen, ne? Es geht für dich heute zwei Regeln. Kein Mist bauen, mir nicht auf den Keks gehen. Wenn du die Regeln befolgst, haben wir keine Probleme. Solltest du die Regeln nicht befolgen, gibt es andere Probleme. Okay? Gut. Ich setze dich jetzt hier in den Kindersitz und dann gehe ich mal ganz kurz einkaufen. Keine Faxen, Elias, okay? Keine Faxen. Du guckst Fernseher, du bleibst da ganz kurz sitzen. Ich bin sofort wieder da. Ich muss ganz schnell eine neue Flasche kaufen. So. Oder ich hoffe, da ist nichts los. So, ganz schnell. Fahrstuhl rufen und rein da. Jo, perfekt. Und tschüssi. Perfekt. Ich bin wieder da. Ist das da oben? Waschmaschinengeräusch? Emily? Emily und Elias, wo seid ihr? Hört ihr das? Was ist hier los? Emily? Emily! Hast du Elias in die Waschmaschine gesteckt oder was? Das geht nicht! Oh Gott! Oh Gott! Elias! Elias, geht's dir? Oh Gott! Elias, ruh dich kurz aus! Komm mal mit, Göre. Das kann ja wohl nicht sein, dass du hier Leute in die Waschmaschine reinsteckst. Das kannst du nicht mit deinem kleinen Bruder machen. Jetzt gibt's Toilettentaucher für dich. Ist so. Rein in die Toilette. Ja, das ist mir auch egal dann. Und wie soll ich das denn jetzt der Mom erklären? Och nee. Also Emily, weißt du, ich habe doch gesagt, du sollst dir keinen Mist bauen. Du brauchst deinen Bruder auch gar nicht irgendwie zu irgendwas anstiften. Das war gefährlich. Ich probier's jetzt nochmal auf dem guten Weg, okay? Reiß dich zusammen. Kein Ärger mehr. Und jetzt setzt du dich dahin. Ist das klar? Hier bleibst du sitzen. Und du machst nichts anderes, okay? Sehr gut. Ich guck mal nach dem kleinen Elias. Elias! Hallöchen! Oh! Hast du A gemacht? Guck mal, wie der sich freut. Na, komm mal mit. Ja, ne? Oh, warte mal. Ich muss noch einmal ganz kurz die Waschmaschine dazu machen. Ja, dass wir hier auch keine Probleme mehr kriegen. So, komm mit, kleiner Mann. Wo ist denn schon wieder deine Schwester? Bleib mal hier liegen. Emily! Wo bist du? Auf Toilette wahrscheinlich? Da bist du!
Sag mal, was machst du denn hier in der Küche? Wolltest du was essen? Wolltest du dir ein Sandwich schmieren oder was? Ich meine, ich habe da prinzipiell kein Problem mit, aber dann sag mir doch Bescheid. So, dann mache ich dir mal ganz kurz eins, ja? Komm, du bleibst mal hier kurz, setz dich mal gleich hin. Ich mach dir mal ein kleines Sandwich hier, Wurstbrot und so, aufgeschmeidig, pack ich noch ein bisschen Käse drauf. Irgendjemand meinte letztens zu mir, ich soll auf Käse immer Tomate drauf. Sag mal. Okay, wenn du es selber darauf legen willst, gut, aber nicht mit mir jetzt gerade erstmal. Ich pack dir noch eine Zwiebel drauf, so, weil, also ich würde das Sandwich genau so essen und dann machen wir ein Brot drauf, ne? Na komm. Ist das Brot? Na los, Emily. Ist jetzt das Brot? Ich hab dir jetzt ein Sandwich geschmiert. Jetzt musst du es auch essen. Alles klar. Okay. Alles klar. Mach einen Abgang erstmal. So, ich gehe jetzt auf jeden Fall Elias wickeln. Das ist mir alles auch hier viel zu blöd da mit Emily. Ich sag dir, also bei der stimmt irgendwas nicht. Also du bist ja hier ab und zu mal so ein bisschen rumteleportieren und Dämonenform und sonst was. Aber brauchst mir auch gar nicht so kommen. Ja, ne? Eine volle Windel. Da machen wir die gleich mal wieder Sutsche und alles ist okay. Ich platziere dich mal ganz kurz hier, ja? Muss jetzt mal mit Emily ganz kurz, ne? Emily? Oh Gott. Hallo, lebst noch? Ja, es tut mir ja leid. Ey, manchmal kann ich mich auch nicht so kontrollieren, gerade wenn du immer so einen Ärger machst. Jetzt habe ich dir dann ein gutes Sandwich gemacht und jetzt willst du das nicht. Ich bringe dich jetzt ins Betty, dann bringe ich den Elias ins Betty, ne? Und dann könnt ihr beide gleich mal schlafen. So, müssen wir Elias noch ins Bett bringen. Guck mal. Der ist glücklich, der sitzt da und ich kann ihn dann auch nicht mehr runternehmen. Perfekt. Elias, runter vom Hochstuhl jetzt. Sofort. Runter vom Stuhl. Jetzt. Runter vom Stuhl jetzt, habe ich gesagt. Meine Güte nochmal. Ich leg dich jetzt ins Bett zu deiner Schwester. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der da gar nicht hin will, Leute. Willst du mir irgendwas sagen? Wollen wir das im Nebenraum besprechen? Willst du mir irgendwas sagen? Ist irgendwas mit Emily los? Nee. Ich behalte das im Auge, ne? Du musst dir keine Sorgen machen, Kollege. Wirklich nicht. So, Emily. Elias legt sich jetzt mit dir hier hin und ich habe keinen Bock auf Ärger. Okay? Ja? Gut. Ich lese euch jetzt eine kleine Geschichte vor. Es war einmal das Ende. Ihr könnt schlafen gehen jetzt. Geschichte ist durch. So. Hier ist Feierabend. Ich setze mich da jetzt nicht hin. Ich gehe jetzt schlafen. Alles wird jetzt entspannt. Huh? Was machst du denn hier unten? Elias, wie bist du da gerade nach unten gekommen? Sage mal, mein Freund, wollt ihr mir... Ihr beide steckt unter einer Decke, stimmt's? Eine Sache. Eine einzige Sache jetzt. Nichts mehr bis morgen früh. Nichts. Beide, gar nichts. Kein Ärger, keine blöden Streiche, einfach schlafen. Gut, jetzt gehen wir nach unten. Meine Güte nochmal. Ich hab so langsam echt die Schnauze voll, ja. Also hier ist jetzt alles Gucci. So, lege ich mich mal ein bisschen hin und dann schlafe ich mal eine kleine. Und, sag mal, was ist denn hier los? Emily und Illy... Was habt ihr denn hier gemacht? Wollt ihr hier ein Sandwich schmieren oder was? Ihr solltet schlafen! So, Elias, mitkommen! Du bist der große Bruder und musst aufpassen! Abgang! Und Emily, du denkst auch, du kannst, wenn du hier bist, dein Bruder die ganze Zeit nur zu Unsinn verleiten, oder was? Nee, du kannst auch einen Abgang machen. Raus mit dir! Ihr beide könnt ja jetzt auf dem Flur liegen und schlafen. Meine Güte nochmal. Jetzt muss ich hier alles per Hand wieder aufräumen. Das kann doch... Ja, auf entspannt, würde ich sagen, oder? Alles locker. Schau ich mal wieder in Ruhe Fernsehen. 12 Sekunden später. So, meine Kleinen. Oh, du guckst aber auch immer die ganze Zeit böse, ne? Du bist ein richtig böses Kind bist du. Du hast nur Unsinn im Kopf. Guck dir mal Elias an. Nimm dir mal ein Beispiel an deinen Bruder. Ja? Der lacht hier wenigstens die ganze Zeit. Hör auf zu weinen. Muss jetzt nicht sein. Nur weil ich den Elias jetzt hier nach oben bringe, der macht immerhin auch nicht so viel Mist. So, ab ins Betty mit dir. Emily schläft heute definitiv nicht in deinem Bett. Das ist mir jetzt zu gefährlich mit euch beiden. Emily, die kann ja heute in der Waschmaschine pennen. So ein Ding ist das nämlich, ne? Wenn böse Kinder zu Besuch kommen und hier auch noch Mist machen, dann gehen die in die Waschmaschine. So läuft das. Und ich will heute keinen Mucks hören. Du gehst da rein und ich will nichts hören. Hier ist Ruhe. Und vorher drehen wir dich noch mal ein bisschen, ne? Viel Spaß. So. Hast Spaß?
Okay. Gut, dann kann ich mich ja jetzt in Ruhe hinlegen und erstmal bis morgen schlafen. Und dann machen auch das erstmal die Eltern hier jetzt wieder, ne? Oh. Oh, ein neuer Tag, ein neues entspanntes. Oh mein Gott! Bruder, was geht denn bei euch beiden ab? Was macht ihr denn da mit dem Basketballkorb? Sag mal, Emily, was sitzt du denn da auf Elias? Was soll das? Rüber da mit dir. Mensch, Elias, komm her. Also, was habt ihr denn da schon wieder gerade gemacht? Ihr beide setzt euch jetzt wie Bruder und Schwester. Ich hab gesagt, wie Bruder und Schwester. Setzt ihr euch jetzt hier hin und guckt in Ruhe Fernsehen. Und richtig süß nebeneinander, ist das klar? Gebt euch beide schön im Arm. Oh, guck mal. Ja, ne? Das ist doch niedlich. Okay, ich mache jetzt in der Zeit erstmal schnell das Fläschchen klar und gucken wir mal. Ha, 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 das ist überhaupt nicht lustig. Elias, du sollst das nicht machen, wenn deine Schwester hier ist. Hast du mich verstanden? Die Flasche gibt's jetzt nicht für dich, mein Lieber. Heute nicht. Ist so, du setzt dich jetzt wieder auf die Couch, kapisch? Hier vorne. Gut, bevor ich jetzt nämlich die Flasche gebe, muss ich mir selber erstmal ein Sandwich schnell machen. Bam, Digga, da kommt auch nicht viel rauf. Noch ein kleines Ei, hier so, und ein bisschen Käse. So, Leute, und ihr wisst, auf Käse kommt noch ein bisschen Käse und auf den Käse kommt noch Käse. Und das Sandwich nehme ich mir und hier nehme ich noch einen Teller. Also ehrlich. Was geht da hinten ab? Hört ihr das? Was läuft denn da jetzt? Was ist da los, Zäule? Was ist da? Was macht der da? Seht ihr das? Elias, was stellst du da gerade am Fernseher ein? Kollege, was wolltest du da gerade machen? Du hast doch da nicht irgendwelche verbotenen Filme angemacht. Sag mal. Ab nach oben mit dir. Du hast Hausarrest. Für mindestens 365 Jahre. Ist das klar? In dein Bettchen. Ich hab gesagt, dein Bett rein. Ich hab gesagt, ins Bett. So. Jetzt bleibst du hier liegen. Jetzt reden wir mit Emily. Meine Liebe, was war das denn hier gerade? Hast du dir da irgendwelche komischen Sachen angeguckt? Du sag mal, das ist nicht erlaubt. Ist so. Es geht jetzt mit dir ab in den Schrank und da bleibst du auch. Ich sag dir, wie es ist. Machen wir zu. Was war's hier? Ich mach hier alles jetzt zu. Hast du gerade gelacht? Besser ist das. Gut, Leute. Keiner hat gelacht. Alles ist entspannt. Dann gucken wir mal nach oben, ob der Elias jetzt hier auf ganz geschmeidig... Wie bist du da aus dem Bett gekommen, mein Lieber? Warum bist du hier am Schrank? Wolltest du hier gerade irgendwas machen? Hä? Kollege? Hast dich bestimmt vertan, ne? Ja. Dann wieder ab ins Bett mit dir. Und da bleibst du. Gut. Dann gehen wir mal nach unten. Mal ganz entspannt. Die Küchentür ist... Emily? Keiner da. Oh, das ist nicht gut, Leute. Die Tür ist offen. Emily? Hallo? Hä? Was ist denn hier los? Wo ist die... Da oben spielt doch jemand. Da oben ist doch jemand. Also, sag mal, das war das letzte Mal. Das letzte, was macht ihr beide da? Elias, kommt da runter von der Kiste. Elias, runter da. Und Emily, hör auf, mich so doof anzugucken. Elias, runter von der Kiste. Elias? Emily, du kommst jetzt mit. Du hast nichts gesehen, nichts gehört. Und ich glaube, wir gehen jetzt mal irgendwie eine Runde spazieren oder so, ne? Ich glaube ja, du gehst mal alleine spazieren, oder? Also, Emily, es tut mir wirklich leid. Ich... Bitte sag das nicht deinem Vati, okay? Tschüssi. Oh, hell no. Elias. Oh no, der Typ ist Rippmann. Was mache ich denn jetzt? Ich... Moment, ich habe eine Idee. Ja, Leute, ich glaube, das fällt nicht so auf, oder? Ich habe dem Vati ja gesagt, ich kann das nicht, auf zwei Kinder aufpassen. Was soll ich sagen? Das ist ja auch irgendwo nicht meine Schuld. Eine Ewigkeit später. So, Emily, wir gehen jetzt nach Hause. Oh Gott. Was hast du da mit dem Baby gemacht? Elias? Elias? Hallo? Ah! Oh Gott. Elias, also, der Emily geht's, glaube ich, gar nicht gut. Guck dir die mal an. Hier stimmt doch irgendwas ganz gewaltig nicht. Ihr beide, ihr könnt jetzt ins Bett des Teufels gehen. Ihr seid Teufelsgeschwister. Von mir aus, bleibt dahinter. Oh, oh. Nein.
Nein! Ja. War dann auch wieder nicht richtig, ne? Was soll ich sagen? Ich denke, das war's für mich heute mit Babysitten. Leute, das war's auf jeden Fall auch wieder mit einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr wollt, dass ihr mal die Geschwister mit ein paar Mods zocken, Hashtag Mods in die Kommentare, lasst ein Like, da vergesst es nicht. Und danke fürs Zuschauen, bis zum Ende, dickes Küsschen. Euer Deno, out.